Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, weiter geht's mit Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch, natürlich im Master-Modus. Wir sind im letzten Part ja hier angekommen, gerade eben. Schauen erstmal oben zu dem Krog, würde ich sagen, den geben wir einmal diesen Glutwing. Und dann werden wir wahrscheinlich in diesem Part zum Erland hinten hochschauen, oben rechts auf der Karte. Das wäre eigentlich so eine Aufgabe, die ich ganz gerne in Angriff nehmen würde in diesem Part. Aber schauen wir erstmal, wie gesagt, hier hoch zum Dekobaum. Oben zum Krog, der ja noch so einen Glutling haben möchte. Müssen wir mal schauen. Wir sind am besten oben mit Remali Sturm hoch, oder? Mit Ausdauer komme ich da, glaube ich, so im Moment gerade nicht hoch. Also rutsche ich hier ganz runter. Ja, dann schauen wir wahrscheinlich auf jeden Fall in diesem Part zum Erland hinten hin. Bin ich schon mega gespannt drauf. Ja, lang her, 6 Jahre, das meiste vergessen. Auch mit Nydra im letzten Part eben. Mega krass geil, würde ich sagen. Der Drache. Der Schutzgeist bei der Quelle auf der Ranell-Spitze. Ja, hier müssen wir natürlich erstmal ganz hochklettern. Hier sind sogar ein paar Fäden, sehe ich gerade. Könnte man auch schauen, dass man davon ein paar mitnimmt. Am besten hinschleichen. Also mindestens eine Fee muss mit, würde ich jetzt sagen, wenn ich sie kriege. Wäre sogar die erste Fee. Kann man die so holen? Nee. Ja, super. Das fliegt sie natürlich weg. Super. Ne, dann machen wir das erstmal mit dem Blutling. Hauen hier den Blutling hin. Ja, weil der Krog wollte irgendwie etwas haben. Und das wäre dann der Blutling. Richtig, das ist es. Gut gemacht. Und ich tanze. Nun gut, hier das nächste Rätsel. Ein schockierend starker Geselle, doch nicht verzagen. Fangen die. Na, weißt du es? Fangen die was? Ja, Aufgabe somit aktualisiert, rätselhaftes Hyrule. Wenn du die Antwort weißt, bringt das gesuchte Objekt zu Balnus. Ein schockierend starker Geselle, doch nicht verzagen, fangen die. Libelle, würde ich jetzt sagen. Würde passen, oder? Da gibt es hier Libellen. Das heißt, das wäre dann als nächstes, zumindest haben wir schon mal den Glutling zu ihm hingebracht. Auch so einige andere Sachen in den letzten Parts natürlich auch schon hierher gebracht. Frage wäre, was genau möchte er haben? Also irgendein fliegendes Insekt, denke ich mir mal. Moment, habe ich da irgendwas im Inventar? Muss ich kurz mal schauen. Fangen die Spurtechse? Nö, denke ich mal eher nicht. Gibt da doch viele Sachen, die wir gar nicht hatten, ne? Die Spurenechse eher nicht, denke ich mal, oder? Können wir natürlich auch in die Hand nehmen und hinpacken. Testen wir einfach mal. Ne, Spurenechse auf jeden Fall nicht. Haben wir schon gedacht, okay. Oder fangen die Fee? Könnte natürlich auch sein. Die Feen hier sind jetzt aber alle weg, ne? Ich denke mal, irgendein Insekt möchte haben. Aber wie gesagt, wir werden in diesem Part hochschauen. Wie gesagt, hinten zum Erland. Da habe ich richtig Bock drauf. Wir sind dann mal hier angekommen, beziehungsweise bis dort geflogen. Da hatten wir Revani Sturm auch noch gar nicht und so. Dann würde ich sagen, reisen wir erstmal rüber zum Ackerlein-Institut. Ja, und schauen, was uns dort erwartet im Erland. Da ist auf jeden Fall ein weiterer Schrein. Wenn wir den haben, können wir sogar noch einen weiteren Herzcontainer holen, sehe ich gerade noch. Aber wir haben mal 3 Zeichen der Bewährung im letzten Part oder sogar ganze 2 Schreine geschafft. Die große Fee sogar entdeckt. Die dritte große Fee, auch mega cool. Mit Revali Sturm, denke ich mal, müssten wir schon hinten rüberkommen. Hoffe ich doch zumindest. Wenn nicht, halt mit dem Kryo-Modul. Und noch im Wasser so ein paar. Ja, so ein paar Eissäulen machen, oder? Ich meine, sind wir überhaupt richtig? Ah, ne, da hinten rum. Oh, sehr cool. Wie gesagt, lang her bei mir. Wie ihr wisst, 6 Jahre, wo ich es gezockt habe im normalen Modus. Jetzt haben wir die Hauptstory haben wir durch, aber Bonusparts laufen natürlich noch. Ich würde sagen, erstmal so rüber versuchen, oder? Oder unten hin. Und mit Eissäulen rüber wird natürlich auch gehen. Moment. Ich schau mal runter. Und dann hinten mit Remali Sturm hoch. Das heißt, das hätten wir normalerweise schon in Angriff nehmen können.
Oha, hier haben wir noch so einen kleinen Mini-Iberraum. Ja, mit Eissäulen kommt man natürlich rüber. Und hinten mit Revali Sturm am besten hin. Das ist immer nur einmal aufgeladen, ne? Oh, ich bin schon gespannt. Ewig her, wie gesagt. Mit dem Erlan. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da alles war. Auf jeden Fall flogen da auch so eine Wachroboter rum. So eine Wächter. Also noch so ein paar Möwen. Oder so ein paar Vögel. Übrigens, was wir auch noch gar nicht gemacht hatten, eigentlich allgemein im Let's Play. Wir haben ja schon den 61. Part irgendwie, glaube ich. Wir haben noch gar nicht die ganzen Tiere fotografiert, ne? Kann man natürlich eigentlich auch noch machen. Fällt mir gerade so ein. Ja, immer ein bisschen Geflügel haben wir da liegen. Aber möchte ich jetzt erstmal nicht haben. Möchte rüber. Ja, somit sind wir beim Erland angekommen. Da oben müssen wir, glaube ich, gleich nur hoch. Muss ich erstmal mal da so rüber. Ja, und im Erland ist natürlich auch der Schrein. Und es regnet hier natürlich. Klar. Moment, ich habe, wenn ich jetzt gerade mal nachdenke, wir haben ja diese Ausrüstung. Moment. Wo waren diese Kletterhandschuhe noch? Es gab, glaube ich, diese Kletterhandschuhe irgendwie. Wenn ich mal kurz schau. Also hier wäre, ja, hier sind die, okay. Klettertempo ist hoch mit denen. Könnte man da sogar erstmal ausrüsten. Können wir auf jeden Fall ein bisschen besser mit, ja, klettern, ohne abzurutschen sogar. Das ist sehr gut. Und Gewitter haben wir. Ah, gefährlich. Das heißt, wir müssen einmal die ganze Ausrüstung aber wechseln hier. Ja, erstmal Wächter, Schwert mit Ausrüstung und so. Und direkt rüber. Hier würde ich sagen, direkt hoch mit Revali Sturm, oder? Müsste eigentlich klappen. Einmal ist aktiv im Moment. Und dann Kletterhandschuhe. Schauen wir mal. Klar, rutscht trotzdem ab, weil es regnet oder wie. Kann nicht sein. Das ist gar nicht gut. Haben wir von der Ausrüstung noch mehr? Ne, das ist nur das eine Teil. super. Hätte man irgendwas, womit man besser klettern kann, noch irgendwie, ne. Das ist ärgerlich. Ja, vor allem, weil es jetzt regnet, ne. Nur so einmal kurz runter, super. Hier kann man zumindest stehen. Aber ich sehe gerade, das Wetter wechselt nachher gleich auf Bewölkung. Nicht wahr. Jetzt müssen wir schauen, dass es nicht mehr regnet am besten. Kann man von der anderen Seite irgendwo besser hoch? Ich glaube nicht. Man könnte außen rumrennen auf dieser Fläche, sehe ich gerade. Aber hier ist ja der Eingang, das heißt, man muss auch schon da rein. Das ist gerade mega ärgerlich. Der Bali-Sturm ist auch nicht aktiv. Durch Regen ist es noch ärgerlicher. Haben wir eigentlich irgendwas, womit wir die Ausdauer machen können? So höher machen können, Moment. Ja, hier sehe ich gerade. Ausdauer-Pilzspieß hätten wir einmal. Den können wir schon mal futtern. Da haben wir ein bisschen mehr Ausdauer mit drin. Zum Glück haben wir den gekocht. Ja, eigentlich müssten wir jetzt nur ein bisschen abwarten. Bis es nicht mehr regnet. Also hier kann man zumindest außenrum beim Erland, hier ist ja diese Plattform, wo man zumindest so ein Busch noch rumrennen kann.
Aber außenrum ist, glaube ich, nichts Besonderes, ne? Man könnte natürlich hier rumjumpen und schauen an den Ecken. Naja, das ist noch höher die Ecke. Ich will auf jeden Fall ins Airland rein hier. Wenn der nervige Regen weg wäre. Und am besten auch immer die Sturm. Müsste aktiv sein. Okay, hier wäre wieder die Mitte, ne? Schauen wir, also es ist auf jeden Fall gleich bewölkt. Okay. Ärgerlich. Hau hier direkt nochmal so eine Plattform hin. Und dann könnte man eigentlich nachher gleich schauen, sobald der Regen weg ist, dass wir hochklettern. Das heißt, so lange müssen wir kurz chillen mit der wunderschönen Krogmaske hier. Und sonst hatten wir, glaube ich, auch nichts. Ne, nur die Kletterhandschuhe, super. Die anderen Sachen bringen alle nichts, ne? Ne, warten wir kurz, ist er gleich bewölkt. Oben rechts ist übrigens der Eingang, sehe ich. Ja, zumindest haben wir die Kletterhandschuhe, was natürlich sehr cool ist. Und hier in diesem Part, wenn wir es dann da hoch schaffen, das Airland, müssen wir natürlich noch schauen, dass wir irgendwie den Schrein da drin nachher gleich dann irgendwie bekommen. Müssen wir aber den Weg durch das Airland finden zum Schrein. Ich denke mal, das wird hart. Sehr gerade bewölkt ist es gleich noch. Also eigentlich zeigt er jetzt Bewölkung. Aber es regnet noch. Ich glaube, ab jetzt können wir hoch. Naja, das heißt, ab jetzt schauen wir mal. Klettern wir direkt los. Hä, wieso ist unsere extra Ausdauer weg? Wir haben doch eben gerade den Ausdauerspieß gefuttert. Nicht wahr? Ich glaube, wir brauchen doch Rebali Sturm, oder? Ist auch zur Hälfte schon aufgefüllt. Oder man macht hier eine Ecke. Da rutscht man auch wieder direkt ab dann. Ich dachte eigentlich, man kann da noch ein Stückchen laufen. Mega ärgerlich. Unsere extra Ausdauer ist auch weg. Sonst müssen wir schauen, dass wir wirklich warten, bis Rebali Sturm aufgefüllt ist. Man kann hier echt nicht laufen an der Ecke. Das ist eigentlich so eine kleine schräge Ecke hier. Mega ärgerlich, oder? Das geht mal gar nicht. Jetzt rutschen wir eh gleich ab. Super. Rebali Sturm ist aber gleich, sehe ich gerade, bereit. Okay. Hier könnte man stehen, sehe ich gerade. Moment. Zumindest im Buschen stand ich da gerade. Okay. Dann warten wir kurz ab. So, wir können es auch nochmal versuchen, solange bis der Bari-Sturm aufgeladen ist. Wer jetzt hier nochmal schaut, an der Ecke sehe ich gerade, konnte ich auch so halb stehen eben. Also hier, wenn ich nochmal schaue, nicht so ganz, ne? Also er möchte mal so halb stehen an der Ecke, wenn ich nochmal schaue. Er rutscht trotzdem runter, okay. Eigentlich hart. Aber Rebali Sturm haben wir gleich dreimal. Sobald er aufgeladen ist, können wir auf jeden Fall hoch. Hier würde ich sagen, nochmal schnell springen. Ja, stehen kann man dann nicht, okay. Ärgerlich. Auch wenn ich es hier nochmal teste. Rebalis Sturm ist bereit. Na, ganz leicht an der Ecke sehe ich gerade, okay. Aber Rebalis Sturm, wie wir gerade gehört haben, ist bereit. Dann schauen wir,
Dass es klappen müsste eigentlich, hoffe ich doch. Wehe, wenn nicht. Okay, da kommt man bis dort, okay. Sollte eigentlich klappen. Jetzt haben wir nur das kleine Stückchen. Und zweimal Rebali Sturm. Das heißt, zwei weitere Versuche. Die Hälfte an Ausdauer ist schon weg. Oha. Eigentlich mega schwierig. Aber jetzt sehen wir gerade, Ausdauer ist gleich weg. Super. Jetzt sind wir fast rangekommen. Hä, wie soll man da denn am besten hochkommen? Klar. Und natürlich abgesoffen. Und dann sind wir hier drüben, okay. Frage wäre, man könnte natürlich versuchen, von oben rüber zu fliegen. Jetzt schaffen wir das nicht ins Erland rein, oder wie? Ich möchte unbedingt rein, das kann nicht sein. Wie gesagt, von oben könnte man versuchen, dass man von dort rüber fliegt. Aber beim Fliegen beim Parasegel ist natürlich auch so eine Sache, dafür braucht man natürlich auch Ausdauer. Und ja, den Ausdauerspieß, den wir gefuttert haben, keine Ahnung, warum das Ausdauer weg ist. Jetzt habe ich den extra gefuttert für extra Ausdauer. Ich glaube, den hätte ich erst futtern dürfen, wenn wir schon Ausdauer verbraucht haben irgendwie noch. Bin ich der Meinung. Das ist ärgerlich. Aber wir versuchen es natürlich weiter. Ja, wir haben so ein antikes Zahnrad nochmal. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich da damals reingekommen bin. Das Erland hier. Okay, man könnte das von hier versuchen, wie gesagt, rüberfliegen. Müsste eigentlich klappen normalerweise. Ich versuche jetzt einmal Rebali Sturm. Und dann sind wir noch höher. Und dann eigentlich so rüber, wie ich sowieso rüber wollte. Aber wir haben Gegenwind, ne? Ich weiß nicht, ob wir das hier schaffen. Das wäre, glaube ich, nichts. Wie man sieht. Also man müsste sonst eventuell Ausdauer... Diese Teile machen, diese Ausdauerteile machen. Haben wir davon was im Inventar? Muss man kurz schauen. Also irgendwelche Echsen oder irgendwas haben wir glaube ich gar nicht noch. Schauen wir mal. Also hier haben wir eine Vogelnuss. Hat keinen Effekt, okay. Frage ist, haben wir irgendwo... Hier ist Frostling Spurtlinge. Erhöht die Geschwindigkeit, super. Bonus auf Angriffskraft haben wir bei dem. Zitterling ist ja eigentlich eher gegen elektrische Sachen. Hier mal Ausdauerling. Ein Ausdauerling hätten wir noch. Dann müsste man den eigentlich gleich nur kochen. Dann könnte man das schaffen. Dann gehen wir wieder rüber. Ja, aber wie wir sehen, so schaffen wir es nicht. Okay, und saufen natürlich ab. Dann müsste man, wie gesagt, einmal kochen. Nur den Ausdauerling einmal mit reinschmeißen. Würde ich jetzt sagen, kochen können wir hier beim Institut, ne? Dann eigentlich unten wieder rüber mit Rebali Sturm hoch. Ausdauerlegen erst futtern. Sobald wir da oben angekommen sind, an der Ecke, wo wir eben waren. Ist hier irgendwo ein Kochtopf? Ja, die haben ja nur ein normales Lagerfeuer, oder wie? Nicht wahr, oder? Machen so ein paar Items. Nehme ich natürlich gerne mit. Ja, hier wäre nur ein Lagerfeuer, keine Kochstelle. Dann würde ich sagen, kurz rüber nach Kakariko. Moment. Ja, hier ist der Kakariko, das heißt einmal rüber, da ist auf jeden Fall ein Kochtopf. Ja, wie gesagt, dann müssen wir mindestens einmal so ein Ausdauerteil haben, um da reinzukommen. Insgesamt haben wir übrigens 55 Schreine. Das wäre unser 56. Schrein im Erland. Den wir hier im Angriff nehmen. Müssen wir schauen, ob wir reinkommen. Der Taro Nihi Schrein haben wir hier.
wo wir jetzt wieder angekommen sind. Ja, kochen wir einmal den Ausdauerling. Ich denke mal, einmal reicht er, wenn man den einmal so reinhaut. Dann schaue ich gleich vorne im Laden nochmal rein. Hier waren sogar Ausdauerschrecken gerade. Moment. Sind noch mehr überall? Schauen wir mal. Müsste man da nur schleichen, ne? Okay. Sind leider weggeflogen. Und ich sehe sogar, hier ist eine neue Aufgabe noch von Coco. Schauen wir mal. Heute gibt es Spurt Gemüsecremesuppe. Sie ist sehr nahrhaft und macht Bling. Zumindest heißt es das. Einfach Spurkarotte, Steinsalz und frische Milch in einen Topf. Etwas kochen lassen und fertig. Oh nein! Keine Spurkarotten mehr da. Ich habe Rico doch heute Spurt-Gemüsecremesuppe versprochen. Oh, ich hol dir welche. Ich danke dir. Ich brauche noch auch nur eine Spurkarotte. Ich warte hier auf dich. Außer wenn es dunkel wird. Dann geh nach Hause. Okay. Kokos Küche haben wir hier als Nebenaufgabe dann. Halt! Was ist das? Ich rieche Spurkarotten. Ja, hier, bitte sehr. Eine Spurkarotte. Danke, vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich für Rico kochen. Auf geht's. Okay, somit ist ja Brutzel oder ist eine Gemüsecremesuppe oder wie? Oh, schauen wir mal. Ich muss sagen, das ist mir wirklich gut gelungen. Hier, bitte, dein Anteil. Oh, sehr cool. Somit haben wir einmal Spur Gemüsecremesuppe, das erste Mal sogar hier, ne? Mach dich schneller. Ich werde weiter kochen, bis ich eine so gute Köchin wie Mutter bin. Ja, mega cool. Somit sogar Kokos Küche auch direkt geschafft hier die Aufgabe. Nice. Hätte jetzt nicht gedacht, dass wir sogar durch Zufall noch eine weitere Aufgabe finden. Achso, sie möchte hier irgendwas mit Ziegenbutter. Kokos Küche 2 haben wir sogar direkt. Würde sogar weitergehen. Moment. Wie kann man nur Butterapfel machen wollen und dann die Ziegenbutter vergessen? Kann einfach nichts richtig machen. Mit einer Enttäuschung für meine Mutter. Hier, Ziegenbutter. Ich weiß, wenn jemand lügt, Vater ist auch kein guter Lügner. Aber wir haben gar keine Ziegenbutter, okay. Dann machen wir natürlich erstmal, wie gesagt, das mit dem Ausdauerling schnell. Müsste erreichen, wenn ich den einmal so koche, oder? Hoffe ich doch. Ja, gibt aber nur ganz wenig Ausdauer dann wieder. Okay, ich schau mal kurz, ob wir hier irgendwo Spuren... beziehungsweise Ausdauerschrecken finden. Eben waren ja zwei hier, aber da hat es auch geregnet, so. Oder ich schau im Laden kurz rein. Haben die hier irgendwie Ausdauerlinge oder irgendwas? Spurkarotten, Bocklenherzen, Ziegenbutter. Die Aufgabe mit der Ziegenbutter könnte man machen, möchte ich aber gerade nicht. Ich möchte erstmal eigentlich ins Erland. Wo würde es am besten so Ausdauersachen geben? Da war gerade eine Schrecke am Baum, habe ich gerade gesehen. Ah, okay, ich glaube, wir sollten ein bisschen schauen. Ich schau mal mit der Kamera rum. Da kann man ein bisschen besser dann die Insekten erkennen, oder? Was haben wir da? Da ist irgendwas. Ein Huhn. Okay. Können wir sogar mal fotografieren. Wir haben noch nie die Funktion genutzt. Direkt speichern. Somit Hühnchen fotografiert zumindest. Nun ist nur die Frage, wo sind hier noch mehr Spurschrecken? Ausdauerschrecken. Zumindest waren hier gerade ein paar, was natürlich sehr gut ist. Nur noch schauen, ob die an den Bäumen hängen und so. Ah, hier glaube ich noch. Ne, Schwertkäfer haben wir hier. Dieser König der Insektenwelt lebt in Wäldern. Kocht man ihn zusammen mit Monsterzutaten, steigert die daraus resultierende Medizin die Kraft. Okay. Auch das erste Mal entdeckt. Nice eigentlich, würde ich jetzt sagen.
Ich bin die ganze Zeit überlegen, wo gibt es so eine Ausdauerlinge? So eine Pilze. Eigentlich wachsen die auch überall so, ne? Hier übrigens, die haben wir auch noch gar nicht. Schleichwürmchen. Auch das erste Mal direkt hier, okay. Auch sehr cool, wenn man sich irgendwo anschleichen muss. Das, was wir eigentlich alles so noch gar nicht eingesagt haben im Let's Play, oder? Würde ich jetzt sagen. Nur nicht das, was ich brauche im Moment. Ich brauche Ausdauerlinge oder irgendwas. Normalerweise. Oder ich schaue bei den Händlern. Einige verkaufen auch Ausdauerlinge. Und er hat auch, also er hat noch die Aufgabe mit den Hühnern, stimmt. Die müssen wir übrigens auch irgendwann mal machen, eigentlich normalerweise. Ich überlege gerade, nochmal kurz nach Hateno. Oder Moment, ne, Gerudo-Stadt fällt mir gerade ein. Die verticken auch Pilze, ne? Zumindest bei dem einen Stamm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gibt es auch Glutlinge und so weiter und so fort. Könnte man da so ein paar Ausdauerlinge kaufen. Ja, die dann in Angriff nehmen. Müssen wir alle in einen Topf schmeißen, sodass wir ohne Ende Ausdauer haben und rüberkommen. Beziehungsweise hochkommen. Ich würde sagen, wäre schon sinnvoll, oder? Auf jeden Fall. Das heißt, einmal schnell hier auf jeden Fall Rüstung wechseln. Achso, die Frauenkleider, ne? Stimmt. Die müssen wir anziehen, damit wir in Gerudo-Stadt auf jeden Fall reinkommen. Auch mega cool, mal wieder hier zu sein. Das hat was. Na, hier. War es auch Ausdauer, Zitterling, Röstling, Blutling? Kein Ausdauerling. Sie hat noch ein paar Kochzutaten. Das ist ja ärgerlich. Also kein Ausdauerling. Super. Hier gab es nur die Rüstung. Darmschleier und so. Jetzt haben wir hier noch Maxi Durian. Rostmelone, Zitterfroh. Jetzt ist die Frage, wo kriege ich am besten schnellstmöglichen Ausdauerling her? Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo die wachsen und so. Ja, das heißt leider geehrt. Habe mich leider geehrt. Dann müsste man schauen, sonst irgendwo am Stall. Gibt es auch öfters Terry und so. Vielleicht hat er eine Ausdauerschrecke oder ein Ausdauerling irgendwo. Hier ist der Stall am Fluss, schauen wir mal kurz rüber. Also Terry hat auch öfters Käfer und so ein Kram. Leider eine Ausdauerschrecke oder so. Oder sogar Ausdauerlinge zu verticken. Könnte man schauen. Ja, wie gesagt, wenn wir diesen Einschrein haben, haben wir sogar wieder 4 Zeichen der Bewährung. Können sogar eigentlich einen weiteren Herzcontainer holen. Müssen wir schauen. Vago Cutter Schrein wäre hier. Ja, auf zum Stall, würde ich sagen. Und hier ist es wieder am Regnen. Unser Stall am Fluss, das heißt, Perry, wenn es regnet, sitzt er hier drin. Ja. Hallo, wie geht es? Ja, schauen wir mal. Eigentlich ganz gut. Was? Ich sehe, sie haben einen Schwertkäfer. Ich liebe Schwertkäfer. Werden sie gewillt, sich von ihm zu trennen? Natürlich gebe ich ihnen auch etwas. Wie wäre es mit Kraftmedizin? Ja, machen wir einfach mal. Da haben wir hier sogar Kraftmedizin. Der Stärkeffekt Level 1 stimuliert deine Muskeln und erhöht sogar deine Angriffskraft mit Waffen aller Art. Ich freue mich so. Sie haben ein gutes Herz. Ich werde diesen Käfer wie meinen größten Schatz hüten und ihm ein guter Freund sein. Also, was hätten sie denn gern? Ja, wir wollen mal schauen, was du mit dir führst, in dem Sinne. Sind gerade Zitterflügger.
Ach, Zitterlibelle hat er hier sogar übrigens noch. Schildkröte. Ah, ich sehe gerade, steigert man seine Ausdauer bis über natürliche Grenze hinaus. Kocht man sie zusammen mit Monsterzutaten, steigert man seine Ausdauer. Ah, okay, mit Monsterzutaten. Schildkröte direkt kaufen für 100. Und direkt mit Monsterzutat muss man das kochen. Bevor ich das vergesse, Moment, mache ich das sogar direkt. Hier ist aber gerade am Regnen, das heißt erstmal zurück nach Kakariko. Da war es dann nicht am Regnen, da können wir sogar direkt kochen. Ich denke mal, das wird interessant mit der Fettkröte. Also, über die Ausdauer hinaus, das heißt, ich denke mal, mindestens so zwei Balken an Ausdauer oder so, ne? Vermute ich jetzt mal. Kriegt man dann, wenn man das mit Monsterzutaten kocht. Okay, schauen wir mal. Bin ich schon sehr gespannt. Wir haben noch gar nicht mit Monsterzutaten gekocht. Da muss ich mal schauen gleich. Übrigens, Rüstung würde ich sagen. Legen wir direkt Kletterhandschuhe und so wieder an. Erstmal Krogmaske. Und ich würde sagen, sonst erstmal hier das Reckengewand. Dann kochen wir erstmal ein paar Monsterzutaten. Oberkochtopf irgendwo hier, ne? Ja. Würde sagen, machen wir direkt. Also auf jeden Fall die Kröte mit Monsterzutaten. Monsterzutaten haben wir hier zum Beispiel Bockbinhauer ohne Ende. Nehmen wir die alle, oder? Alle mit rein und schauen mal. Ja klar. Fitnessmedizin gibt aber nur ganz klein wenig Ausdauer, oder wie sehe ich gerade? Der Fitnesseffekt füllt seine Ausdauer auf, auch über das Maximum hinaus. Verbrauchst du diese zusätzliche Ausdauer, schrumpft die Anzeige wieder auf ihre normale Größe. Für 100 hat mich diese jetzt gekostet, ne? Kann nicht sein. Dann würde ich sagen, nochmal zum Stall. Nochmal zu Terry schauen. Müssen wir etwas verticken. Dann hau ich davon noch ein paar mehr rein. Also von den. Ja, von den Fitkröten. Beziehungsweise von diesen Kröten. Und dann schauen wir mal. Ich möchte auf jeden Fall in diesem Part, wie gesagt, noch zu diesem Erland hin eigentlich. Ja, ich denke mal, schaffen wir. Das heißt, mindestens zwei Kröten. Nochmal kaufen bei ihm. Weil ich möchte unbedingt da rein ins Erlern. Nicht wahr? Ich wollte gerade sagen, Ausdauer weg, kann nicht sein. Okay, somit müssen wir natürlich erstmal schauen, dass wir wieder was verkaufen. So. Dann muss ich mal schauen. Was hauen wir weg? Von den Schrauben? Nee, davon von der antiken Sache würde ich sagen eher nix, oder? Die bringen auch nicht so viel. Ach hier, Leuchtsteine haben wir übrigens da, stimmt. Die können wir verticken. Haben wir 490. So. Dann kaufen. Und was hätte er? Fettkröten hier, Zitterlibelle. Ja, nehmen wir auf jeden Fall. Zitterlibelle übrigens wollte ich auch eben noch mitnehmen. Noch einmal mit. Mehr nicht. Ja klar, mehr nicht. Mehr brauche ich erst noch nicht. Und von den Kröten nehmen wir 5. Ach, zwei hat er nur noch, super. Und die dann mit Monster-Zutaten. Man kann natürlich auch nochmal schauen, dass wir andere Zutaten verwenden. Ja, hier können wir natürlich im Moment nicht gucken. Das heißt, erstmal wieder rüber. Denke mal, ich nehme diesmal andere Zutaten, Monster-Zutaten. Das heißt, Fettkröte. Mit Monsterzutat. Aber reicht das, wenn man eine Zutat nimmt? Ich weiß nicht, warum das nur so wenig Ausdauer gibt bei der Fitnessmedizin. Eigentlich fies, würde ich sagen. Das geben wir schon ohne Ende Rubine aus. Schauen wir mal. Das heißt, erstmal wieder fleißig kochen.
Hätten wir eben auch schon ohne Ende Kröten mitnehmen können, oder? Denk mal, diesmal würde ich sagen, Hinox-Herz ist auch ein Monster-Zutat. Ich nehme mal das Hinox-Herz, weil es so wertvoll ist, mit einer Kröte und schau mal. Gibt aber auch nur einen so einen kleinen Buschen, super. Hätte ich mir das Herz auch sparen können. Das heißt, lieber so einen normalen Dinger hier. Nimm mal so ein Horn hier, so ein Bocklin-Horn einzeln. Mit der Kröte. Ja, auch nur so ein Viertel. Aber jetzt haben wir genügend, wenn ich nochmal schaue im Kochtopf. Wir haben auch noch den Ausdauer-Pilzspieß wieder hier, sehe ich gerade, ne? Und hier diese. Haben wir jetzt auch natürlich, was natürlich sehr gut ist. Dann kommen wir auf jeden Fall hinten ins Erland rüber. Das heißt, direkt zurück zum Ackerland-Institut. Ja, und auf zum Erland. Ich möchte den Schrein dort noch haben eigentlich. In diesem Part auf jeden Fall. Das wäre auch, wie gesagt, unser 56. Schrein. Wenn wir dann lebend ankommen. Ich habe keine Ahnung, was uns im Erland erwartet. Das sind auch hohe Mauern da drin. Man muss ja, glaube ich, auch irgendwie den Weg da finden, irgendwie. Der Wali-Sturm ist aktiv. Könnte man da sogar so rüberfliegen. Weil jetzt haben wir genügend Ausdauer mit. Ich würde sagen, yes. Machen wir. Ausdauer haben wir mit. Können natürlich gleich erstmal den Pilzspieß verdammen. Der Wali-Sturm füllt sich somit auch wieder auf. Und wir haben übrigens im Moment keinen Gegenwind, was auch sehr gut ist. Ah, jetzt aber, okay, sehe ich gerade. Müsste aber trotzdem klappen. Da hinten sieht man auch schon, in der Mitte ist der Schrein. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Schätze in den Ruinen, beziehungsweise hier in dem Erland. Sicher bin ich mir nicht. Und ich sehe gerade, jetzt könnte man direkt erstmal den Pilzspieß nehmen. Und dann mal erst ein bisschen Ausdauer wieder, okay. Oha, das wird aber knapp. Direkt den trinken. Und sogar komplett aufgefüllt. Das ist sehr gut mit der Medizin gerade. Oh, sehr geil. Komme ich hier oben ran? Ja. Ja, und hier oben, wie man sieht, sind auch überall diese Wachroboter. Sehr, sehr nervige Viecher. Ich würde aber sagen, ich gehe auf jeden Fall als erstes zum Schrein hin. Und hoffe nicht, dass mich so ein Roboter hier sieht. Ja, hier könnte man jetzt auch überall rein. Ja, man sieht auch schon, man kommt da gar nicht so gerade durch rein, ne? Das heißt, wir müssen hier gleich irgendwie schauen, dass wir irgendwo den Weg finden. Ja, da sind so eine Gitterstäbe, okay. Oh, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Also wir müssen auf jeden Fall einen Weg finden, da hinten an der Seite wäre das irgendwie. Erstmal ranzoomen. Sehen wir hier auch so ein bisschen die Ecken. Ich denke mal, man muss hier drüben rüber an die Seite. Und da rein, oder? Zumindest irgendwie von den Seiten irgendwo. Die Gegenwinde haben wir im Moment. Aber wir haben auch noch die Medizin. Ich würde sagen, hier speichere ich sogar nochmal direkt. So. Das heißt, einmal rüber, falls wir sterben oder irgendwas weg sein sollte an Ausdauer oder so. Könnte man vom Speicherpunkt direkt weitermachen wieder. Zumindest sehen wir den wunderschönen Schrein da schon. Wie gesagt, ich habe keinen Plan, wie man reinkommt. Wir werden es hoffentlich herausfinden in diesem Part. Wäre natürlich sehr, sehr geil. Zumindest oben drauf sind wir. Ist ja irgendwo ein Loch oben? Nee, ne? Nö. Dann irgendwo von der Seite rein hier. Da unten sehe ich gerade, ist eine Öffnung. Ich schau direkt runter. Wer auf dieser Insel weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt.
Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück und Segen gewährt. Okay, dem wird Glück und Segen gewährt. Prüfung auf einsamer Insel wäre das. Ja, super, jetzt habe ich hier. Achso, hier kann man hoch, sehe ich gerade. Und irgendwie wurden wir eben, glaube ich, gesehen. Hier sind so eine Stacheldinger. Könnte man mit Feuer wegmachen. Müssen wir nur den Weg finden zum Schrein. Und die Prüfung hier im Erland meistern. Wenn ich mal auf die Karte schaue, ja, wir sind da immer noch beim Schrein. Ich sehe gerade, da oben an der Ecke könnte man auch hoch. Aber ich schaue erstmal hier. Einmal hoch. Sonst gleich da an der Ecke, weil da ging es auch noch irgendwie rein. Irgendwo Vögel zu hören. Oh, was haben wir hier? Ein Feuergroßschwert sogar. Nimm mir direkt mit, würde ich sagen. Den Boomerang, den schmeiße ich dafür weg, den brauche ich nicht. Okay, da haben wir zumindest das Hammer. Okay. Ja, wie gesagt, es gibt auch ein paar Schätze. Das habe ich auch noch so leicht in Erinnerung von damals. Und hier oben an der Ecke, wie gesagt, da kommt, auf jeden Fall kann man da irgendwie hoch. Da ist auf jeden Fall ein Weg. Müssen wir eigentlich schaffen, naja. Das heißt einmal hoch. Ja, was haben wir hier? Ja, und haben sogar den richtigen Weg. Nice, direkt gefunden. Wie gesagt, man könnte natürlich überall noch rumschauen. Da gibt es natürlich überall noch ein paar Schätze, Kisten und dies und das, die man holen könnte in diesem Erland. Das wäre der Tokaro-Schrein. Aber wir haben direkt den Weg gefunden. Mega cool. Plus sogar nochmal so ein großes Feuerschwert. Dann würde ich sagen, schauen wir direkt rein. Ich denke mal, die Prüfung haben wir damit auch geschafft, oder? Eigentlich easy, den Weg zu finden, wenn man nur zum Schrein rein möchte. Ja, somit Prüfung auf einsamer Insel geschafft. Nebenaufgabe direkt. Mega cool. Auf dem Erland hier. Schrein Nummer 56 und Zeichen Nummer 4 wäre das, ne? Sind sogar noch gut in der Zeit. Moment. Ja, haben wir sogar direkt geschafft. Okay. Ich grüße dich, Pilger. Mein Name ist Tokaro. Du hast die Prüfung bestanden. Mega geil. Und können uns somit auch einen weiteren Herzcontainer sogar holen. Mega geil, oder? Soll ich jetzt sagen. Was haben wir hier noch? Die Barbarenmaske. Traditioneller Kopfschutz eines Kriegerstammes, der einmal in Firone gelebt haben soll. Die eingeritzten Symbole steigern den Mut und die Angriffskraft des Trägers. Krass. Das heißt, ein weiteres Rüstungsteil, was wir gar nicht kennen. Ja, wie man sieht, Angriff hoch wäre auf der Rüstung sogar. Rüsten wir mal kurz aus. Wie sieht das aus? Eigentlich sehr cool. Da fehlen natürlich die anderen Teile noch, aber... mega, mega cool, genauso wie hier Majoras Maske, die wir auch durch Zufall gefunden haben in den letzten Parts aus dem DLC. Auch mega cool, oder? Aber ich setze natürlich erstmal die Krog-Maske wieder auf, wegen den Krog. Ja, somit können wir den Schrein beenden und haben eigentlich das Erland sogar abgeschlossen. Wie gesagt, man könnte hier natürlich noch rumschauen, da gibt es auch noch Schätze und so. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia vielleicht ein Zeichen der Bewährung. Ja, immer her damit. Wie immer. Und wie gesagt, ab jetzt können wir sogar noch einen weiteren Herzcontainer holen. Mega episch. Vor allem die Maske, die wir hier im Schrein bekommen haben, würde ich sagen, oder? Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen.
Ich hoffe es doch, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, man könnte natürlich im Erland nochmal rumschauen, weil es soll auch Schätze geben hier. Zumindest habe ich da schon mal so eine Erinnerung, dass hier auch noch Truhen rumstehen. Und hier vorne ist jetzt auch übrigens einmal geöffnet, sehe ich gerade die Seite. Hier nochmal Privatspeicherdatei erstellen. So, hier unten sehe ich gerade, sind Winde. Da hätte man, glaube ich, von unten auch hochkommen können, ne? Wir schauen auf jeden Fall nochmal runter, würde ich sagen. Und was ist das? Wir haben einen direkten Wächter. Sehr, sehr gefährlich, würde ich sagen. Ich sehe gerade SB Flauschi raidet gerade mit einer Gruppe von 2 Personen. Ja, schön, dass ihr reinschaut. Auf jeden Fall mega, mega cool. Wir sind hier gerade im Erland unterwegs. Muss auch schauen, dass ich hier den Wächter jetzt irgendwie kriege erstmal. Besser mal mit Pfeilen ins Auge schießen, oder? Würde ich sagen. Ja, mega cool, dass ihr reinschaut. Und vielen, vielen Dank natürlich für den Raid auf jeden Fall. Muss mal schauen. Besser mit dem Königsbogen drauf, ne? Gefährlich. Nimm, glaube ich, die normalen Pfeile. Der Wächter ist aber diesmal ein bisschen härter hier wieder. Ich kann natürlich schauen, dass ich hier die Beine von ihm weghau. Zieht natürlich auch wieder Energie ab, was sehr gut ist. Und ich würde sagen, sogar nochmal mit auf Borsos Zorn. Einmal drauf. Und sehr viel schöne antike Sachen auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, mega cool, dass ihr reinschaut und dass du den Raid gestartet hast. Ich sehe gerade, oha. Ah, der ist gar nicht besiegt, ne? Ah. Einmal direkt schützen. Und extrem viel Energie weg. Krass. Schön weiter draufhauen, solange ich draufhauen kann. Ah, jetzt haben wir ihn, okay. Wollte schon gerade sagen. Eigentlich dachte ich, ich habe ihn eben schon gehabt, aber somit haben wir ihn. Diesmal ist er auf jeden Fall zu 100%. Ja, und natürlich wunderschöne antike Sachen auf jeden Fall, ne? Wie gesagt, man könnte halt noch kurz rumschauen. Den Schrein oben haben wir jetzt halt beendet. Und es regnet natürlich wieder, kann nicht sein. Das heißt, klettern könnte man jetzt hier nicht mehr wirklich. Man ist nicht mehr so gut im Moment. Ich weiß gar nicht, was es hier noch alles gab. Also auf jeden Fall den Schrein. Und wie gesagt, ich habe da irgendwas von damals so in Erinnerung, dass hier irgendwie noch Schätze rumliegen. Ich glaube aber nichts Besonderes, oder? Denke ich mir jetzt mal. Also nur so normale Schwerter wie das eine Feuerschwert, was wir eben gefunden hatten. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts Besonderes. Ja, Tears of the Kingdom ist ja eigentlich morgen schon raus, beziehungsweise heute, wie ich auch schon gesagt hatte, leider ist meine Bestellung von Saturnboard nicht verschickt. Die haben irgendwie Lieferschwierigkeiten mit Tears of the Kingdom. Aber ich habe es auch bei Expert also reserviert. Sollte Saturn, ja, das schaffen sie jetzt ja eh nicht. Also die Lieferung wurde jetzt nicht verschickt gestern. Das heißt, Tears of the Kingdom kommt nicht pünktlich bei mir an. Was ärgerlich ist. Aber ich habe es bei Expert, wie gesagt, nochmal reserviert. Ich hoffe, dass ich das dort abholen kann. Dann müsste Saturn halt mir die 70 Euro zurückzahlen. Ist auch nicht so schlimm. Wenn das mit Expert natürlich klappt. Ich habe heute echt gedacht, ich kriege die Krise, wo die E-Mail kam, dass da Lieferschwierigkeiten sind. Und ich habe es am 2. vorbestellt, bezahlt. Ja, und natürlich nichts draus geworden. Hier haben wir noch eine Truhe. Mit einem Reaktorkern. Ich sehe noch, Flauschi schrieb noch. Ich habe es zum Glück online geholt. Da konnte ich es genau um 1 Minute nachspielen. Ah, okay. Digital meinst du? Ah, okay. Ja, das ist natürlich ein Vorteil bei digital. Ja, ich werde es natürlich aus dem Handel haben. Auf Karte natürlich. Ja, das kann man natürlich ab jetzt natürlich machen. Also wer digital natürlich das jetzt haben möchte, kann direkt losstarten. Aber ja, da gedulde ich mich noch ein bisschen. Wie gesagt, vor Ort habe ich es jetzt bei Expert nochmal, also extra reserviert, da die E-Mail jetzt da kam vom
Saturn, wo ich es eigentlich am 2.5. vorbestellt habe und bezahlt habe sogar. Und dann kommen die auch einen Tag vorher, zum Nachmittag sogar erst gestern, kommt erst die E-Mail, dass da Lieferschwierigkeiten sein sollen. Obwohl man schon 10 Tage vorher vorbestellt hat und bezahlt hat. Mega hart. Ja, bei Expert habe ich geschaut, wie gesagt. Da ging auf jeden Fall die Reservierung und ist anscheinend auch verfügbar. Die melden sich dann morgen, also heute, sobald ich das da irgendwie abholen kann. Wenn das natürlich klappt, wie gesagt, nehme ich das von Saturn weg. Also storniere das und kriege da die 70 Euro dann natürlich wieder. So, jetzt haben wir hier noch so einen schönen Weg entdeckt irgendwo. Frage ist, was haben wir hier noch alles? SB Flausche schrieb auch, ich habe es digital geholt, weil ich es so mit meiner Frau sharen kann. Ah, okay. Das heißt, ihr habt das einmal digital dann und einmal auf Karte. Ja, auch cool. Das ist natürlich sehr gut. Bin schon richtig gehypt. Kann es eigentlich so gesehen gar nicht mehr abwarten. Habe auch schon einige Berichte gelesen. Natürlich nicht zu viel, damit ich nicht zu viel gespoilert werde und so, aber einige wunderschöne Sachen habe ich schon gelesen, die sehr interessant sind. Das wird mega episch. Ich glaube, das wird eins der geilsten Zeldas. Auf jeden Fall mega, mega geil. Besser als Breath of the Wild, denke ich mal, auf jeden Fall. Ja, ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten. Zumindest so ein paar wenige Sachen hatte ich da schon gelesen. Aber trotzdem auch geil, dass wir das Let's Play zu hier am Breath of the Wild noch gemacht haben. Ja, die Erinnerung aufgefrischt haben. Die Hauptstory haben wir jetzt halt durch. Also Ganon haben wir besiegt und dies und das. Es werden ein oder Nebenaufgaben. Ein paar Aufgaben von der Ballade der Recken und so. Aber Hauptstory ist auf jeden Fall durch. Wo ich mich auch so gut wie kaum noch dran erinnern konnte. Okay, hier ist nichts. Ah ne, hier waren wir glaube ich vorhin. Ne? Ja, super. Wenn wir kurz auf die Karte schauen, dort sind wir gerade so ein bisschen rumgerannt. Ja, wie gesagt, hier könnte man natürlich überall noch schauen. Aber ich glaube, hier gibt es nichts Besonderes. Außer so, ja, diese Truhen, wie diesen Reaktorkern. Sowas kann man hier glaube ich finden im Erland noch. Den Schrein haben wir jetzt auch. Ich würde sagen, wir porten uns raus, oder? Weil ich würde gerne den Herzcontainer noch holen. Außer normale Waffen, Reaktorkern und so ein Kram gibt es hier glaube ich nichts mehr. Aber wir haben somit in diesem Part das Erland auf jeden Fall abgeschlossen. Und natürlich, ja, den Schrein natürlich auch. Wenn wir nochmal schauen auf der Karte, das ist ja der Pfad, den wir gegangen sind im Let's Play überall. Und es gibt eigentlich sogar noch viel, viel weitere Gebiete, wie hier zum Beispiel, wo wir gar nicht waren, überall die ganzen Ecken. Auch damals privat habe ich 230 Stunden da privat investiert, habe aber trotzdem noch lange nicht alles von der Welt gesehen, ne? Es gibt ja überall riesige Gebiete. Ich glaube, ich hatte auch nur 110 von 120 Schreien irgendwie damals. Ja, ich würde sagen, wir porten uns erstmal kurz nach Kakariko. Holen uns den verdienten Herzcontainer. Auf jeden Fall. Ja, hier im Let's Play haben wir jetzt gerade 56 Schreins und 79 Crocs nur. Von den Crocs habe ich privat da damals etwas über... irgendwas mit etwas über 500 hatte ich da irgendwie. Ja, und Tears of the Kingdom wird da sogar gigantisch. Also laut dieser einen Zeitschrift gigantisch soll es werden. Breath of the Wild ist doch schon riesig. Tears of the Kingdom wird gigantisch. Ich lasse mich überraschen, das wird glaube ich ewig dauern, bis man da alles gesehen hat, oder? Hätte sogar Bock, Breath of the Wild noch weiter zu zocken, aber... Ja, wenn das Let's Play natürlich erstmal startet, werden alle anderen Let's Plays pausiert. Muss natürlich schauen, dass ich vielleicht sogar privat natürlich auch eine private Datei starte. Ja, eventuell natürlich auch privat da ein bisschen rumrennen. Da die Welt natürlich riesig wird, genau wie hier. Muss man schauen. Übrigens, wo fliege ich hin? Wollte eigentlich zur Statue zu beten, ne? Nicht wahr? Jetzt bin ich so im Schnacken vertieft, dass ich irgendwo da hinten lang möchte.
Ja, wie man es kennt, möchte alles erkunden am liebsten. Auch das Erkunden dauert ja schon hunderte Stunden, wenn man aber irgendwie alles sehen möchte. Ja, privat aus dem DLC haben bei mir sogar aus dem DLC so ein paar Sachen gefehlt. Aber das Motorrad, was es ja in Breath of the Wild gab, das hatte ich mir damals noch geholt. Was wir hier im Let's Play leider auch noch gar nicht geschafft haben bis jetzt noch. Wie gesagt, Hauptstory ist durch. Aber es gibt noch so viele Sachen eigentlich. Auch diesen Monsterladen und. So einige Sachen, die wir gar nicht haben. Soll sagen, den wohlverdienten Container, Herzcontainer hier. Nimm mal einmal schnell mit. So sei es. Mega cool. Und somit weitere Herz. Container. Bringe den Frieden zurück nach Hyrule. Übrigens, wir haben ja vorhin durch Zufall hier diese Aufgabe gehabt, ne? Hier mit dieser Koku. Die wollte irgendwie noch Ziegenbutter. Das war jetzt die zweite Aufgabe. Könnte man natürlich noch schnell holen, was mir gerade einfällt. Im Laden hinten. So war es hier vorne. Da gab es doch Ziegenbutter, ne? Ja, kostet sogar nur 12 Rubine, sehe ich. Nimm mir direkt mit. Dann können wir die auch noch machen, die Aufgabe. Und irgendwo ist auch hier trocken. Ja, schauen wir mal. Wie kann man nur Butterapfel machen wollen und dann die Ziegenbutter vergessen? Ich kann einfach nichts richtig machen. Ich bin eine Enttäuschung für meine Mutter. Eher Ziegenbutter. Ist das etwa Ziegenbutter? Ist sie für mich wirklich? Vielen Dank. Einen Augenblick. Somit erstmal schön am Kochen für uns jetzt wieder. riecht es lecker. Ein Hauch von Butter zusammen mit der Süße des Apfels. Köstlich. Wenn du auch was möchtest, bitte sehr. Da wäre sogar Butterapfel hier. Das Backen der Äpfel macht sie noch süßer. Abgerundet wird das Ganze dann von einer Schicht Ziegenbutter. Ich werde mein Bestes geben, um eine bessere Köchin zu werden. Okay. Ja, somit Kokosküche 2 auch direkt mit abgeschlossen in diesem Part. Was könnte ich als nächstes kochen? Oh. Ich mache Vaters Lieblingsessen, Abwehrfleischkürbis. Das gibt einem ordentlich Energie. Mal sehen. Dafür brauche ich etwas Rüstungskürbis und natürlich Wild. Moment mal, Wild? Oh. Ich habe gar kein Wild. Ich könnte anderes Fleisch nehmen, aber ohne Wild ist es nicht so, wie Mutter es immer gemacht hat. Sonst ist Vater einfach auf die Jagd und hat uns Wild gebracht. Aber jetzt arbeitet er gerade. Warum mache ich nur immer alles falsch? Ist vielleicht besser, dass meine Mutter das nicht sieht. Ja, ich habe Wild. Schauen wir mal. Haben wir überhaupt noch? Sehe ich richtig? Wild. Ja, haben wir sogar noch. Nice. Gut. Dann brauchen wir sie extra suchen. Warum hast du das für mich besorgt? Vielen Dank. Bitte warte doch einen Moment. Passt ja. Ich dachte eigentlich, wir müssen uns noch suchen oder so. Das heißt, Kokosküche 3. Nebenaufgabe auch fertig. Riecht das gut. Das saftige Fleisch passt wunderbar zur Süße des Kürbisses. Bedien dich ruhig. Ja, somit Abwehrfleischkürbis erhöht deine Abwehr. Okay, 1 Minute 20. Auch sehr cool. Ich werde mein Bestes geben, um eine bessere Köchin zu werden. Ja, und Kokosküche 3, wie gesagt, auch abgeschlossen. Was könnte ich als Nachtisch kochen? Aha. Honigapfel. Den hat Mutter immer so gern gegessen. Er zergeht im Mund. Einfach köstlich. Und dafür brauche ich mal überlegen.
Ausdauerhonig und einen Apfel. Ausdauerhonig. Oh. Der Ausdauerhonig ist leer. Die Bienen greifen an, sobald man sich ihrem Stock nähert. Das ist viel zu gefährlich für mich. Ich wollte etwas kochen, worüber Mutter sich freut, wenn sie mich sieht. Aber ich kann einfach nichts richtig machen. Schauen wir mal, ob wir Honig dabei haben. Ich weiß, wenn jemand lügt. Vater ist auch kein guter Lüger. Den haben wir im Moment nicht, okay. Das heißt, es wäre Kokosküche 4 dann, ne? Frage wäre, haben wir hier irgendwo in der Nähe Bäume, wo Honig dranhängen? Könnte man natürlich noch schauen kurz. Ich kann mir jetzt eigentlich nicht erinnern, dass hier in der Nähe Honig wäre. Okay, hier oben hätten wir, glaube ich, ein paar Bäume, ne? Bei der Quelle der großen Fee. Da könnte man noch kurz hochschauen. Ja, ich würde sagen, schauen wir kurz nochmal hoch. Wenn wir Honig finden, könnte man die Aufgabe natürlich noch mitmachen. Wenn nicht, müsste man schauen, dass man die irgendwann mal macht. Wenn wir das überhaupt schaffen, weil, wie gesagt, ab Tears of the Kingdom, wenn das natürlich da ist, startet das Let's Play natürlich demnächst zu Tears of the Kingdom. Ja, und alles weitere, wie gesagt, in ferner Zukunft kann man natürlich schauen, dass man die Bonusparts, die wir jetzt halt machen, dass man die eventuell irgendwann in ferner Zukunft mal weitermacht irgendwann. Zumindest Hauptstory haben wir abgeschlossen, was sehr, sehr cool ist. Oh, Frage ist, haben die Bäume hier irgendwo Honig, beziehungsweise diese Bienennester? Also wir schnuppern mal kurz durch den Wald. Oh, das sieht eigentlich nicht so aus, oder? Also nirgends Bienennester zu sehen im Moment. Nicht ein Bienennest zu sehen. Denn es ist höchstens ein Glutling. Ja, den Schrein hier müsste man auch in Zukunft mal schauen. Hatten wir auch gar nicht, ne? Sind hier nochmal rumgerannt. Hey, sind wir wirklich nirgendwo Bienennester? In den Bäumen oder wie? Schleichlinge. Ja, nirgends was zu sehen hier anscheinend. Ich sehe gerade da hinten ist wieder so ein blauer hier. Moment. Da haben wir nur eine Aufgabe. Das ist ein Rumi. Sollen wir fotografieren? Ja, aber nicht richtig gekriegt. Kann nicht sein. Haut natürlich ab. Kann nicht sein. Jetzt sehe ich ihn schon und kriege ihn natürlich nicht, ne? Das ist ärgerlich. Ja, ist halt auch so eine Aufgabe, die wir extra haben, wo wir natürlich auch ein Foto von machen müssen eigentlich. So Rumi heißt er, okay. Nö, nirgendwo Bienenstock in der Nähe hier. Aber der Fee glaube ich auch nicht hier unten, ne? Da haben wir hier schon so einen großen Wald, aber nirgends von Bienen. Oh. Na, wäre eigentlich auch so eine Nebenaufgabe wieder. Moment. Ich wollte gerade sagen, da hängt was am Baum, aber das ist nur so eine Art Schatten hier. War nicht schlecht. Nirgendwo Bienennester, okay. Ja, schade eigentlich. Hätte ich natürlich sonst gerne noch mitgemacht, die Aufgabe mit dem Ausdauerhonig. Ne, kein einziger Baum hat so ein Bienennest im Moment.
XP haben wir auch noch gar nicht fotografiert, fällt mir ein. Könnte man auch noch mal machen. Dann wir es dann schaffen. Somit schauen wir mal. Hä? Ja, doch, P. Wurde registriert. Okay, ich wollte gerade sagen. Somit P zumindest einmal fotografiert und ich würde die sogar gerne mal einfangen. Ja, aber wir haben jetzt das erste Mal dann die Fee hier sogar eingefangen. Wenn du all deine Energie verlierst, heilen Feen von selbst all deine Wunden. Anders als Glühwürmchen leuchten Feen auch am Tag. Das allererste Mal, wie gesagt, eingefangen hier. Direkt die nächste auch noch einsacken. Und bei der hier... Ah, okay, ich wollte eigentlich sagen, schnell daher, aber leider nicht. Nicht gekriegt. Ja, schade mit dem Beamnest, wie gesagt, hätte ich natürlich gerne noch gemacht. Könnte man, wenn man irgendwann in ferner Zukunft weitere Bonusparts macht, könnte man das natürlich weitermachen. Aber es gibt ja so viele Aufgaben, auch die Ballade der Recken haben wir nicht alle fertig. Außer die von Orbosa, die Ballade von Orbosa und so. Ja, wenn ich gerade sehe, wir sind sogar schon mit dem Part drüber und das ist auch schon extrem spät, ne? Ja, morgen muss ich schauen, wenn das klappt mit Tears of the Kingdom. Also wie gesagt, ich habe es bei Expert auch nochmal extra vorregistriert bzw. reserviert. Ja, sobald das Spiel da ist, geht es natürlich los auch mit dem Let's Play. Ich weiß nicht, ob das zum Abend klappt morgen. Das muss man schauen. Wenn das Game natürlich da sein sollte, dann kann man das natürlich starten. Kann auch sein, dass es halt... ja, erst später klappt, zur Nacht oder zum Morgen. Je nachdem, aber ich würde sagen, für heute machen wir Feierabend. Ich habe sogar einen Part mehr gemacht, als ich eigentlich wollte. Ja, mit diesem Part haben wir jetzt 61 Parts zu Zelda Breath of the Wild auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn das, wie gesagt, losgeht mit Zelda Tears of the Kingdom, wird dieses Let's Play natürlich erstmal pausiert. Wir haben mal die Hauptstory abgeschlossen vor mehreren Parts. Ja, gestern war es auch. Und... irgendwann in Zukunft könnte man schauen, dass wir Bonusparts weiter fortführen. Wir haben noch so viel zu tun, aber wenn Tears of the Kingdom da ist, wie gesagt, das wird so anspruchsvoll. Da werden natürlich auch die anderen Let's Plays alle erstmal pausiert, bis wir irgendwann, ja, Tears of the Kingdom natürlich zu 100% durch haben. Alles 100% erkundet haben, würde ich sagen. Das wird natürlich ewig dauern und ewig Zeit in Anspruch nehmen. Ja, dann würde ich sagen, war es das zumindest für heute auf jeden Fall. Vielen Dank natürlich nochmal an Flauschi für den Raid und dass ihr reingeschaut habt. Mega, mega cool natürlich hier am Ende. Ja, dann würde ich sagen, eventuell bis morgen auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker86. Ciao.